Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, und da laufen sie schon wieder alle durch einen durch. Schrecklich hier. Nicht mal in Ruhe anmoderieren kann man. Bevor ich es vergesse, ich wollte irgendwann, hatte ich mir das mal aufgeschrieben, dass ich das nicht gesagt hatte, wie man sich die Notenblätter angucken kann. Und zwar könnt ihr einfach F2 drücken, dann habt ihr diese Liste an Notenblätter, die ihr im Laufe der Zeit freischalten könnt. Und da ist halt das so wichtige Lied der Flucht drin. Weil ich glaube, irgendwann hatte ich das nicht da reinbekommen und ich habe es dann im Nachhinein doch reingezogen und ich wollte euch nur eben zeigen, wo ihr das Ganze finden könnt. Überhaupt findet ihr hier unten sehr, sehr viel. Über Karte zum Beispiel könnt ihr an eure Karten kommen. Über Charakter könnt ihr in eure Kampffähigkeiten reinkommen, beziehungsweise in euer Char-Profil. Das sieht dann so aus bei mir. Ich habe mir jetzt einen Titel reingesetzt, verehrte Zähmerin. Naja, ein bisschen Spaß muss sein. PvP hoffe ich mal, dass ich nicht so schnell freischalte. Und das mit der Festung habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich hoffe, ganz, ganz aktuelle Informationen zur Festung. Ja, da kann ich mir gerade nichts angucken. Ich hoffe ganz, ganz inständig, dass das so eine Art ja, Eigenheim oder sowas sein wird. Das wäre nämlich richtig, richtig cool. Ja, vom Charakter hatten wir alles. Unter Abenteuer findet ihr noch andere Sachen. Da findet ihr unter anderem die Notenblätter. Die Beziehung findet ihr übrigens auch. Also hier kann man zwischenzeitlich auch schon mal mit den Leuten, mit denen man gesprochen hat, wo man die Beziehung verbessert hat, da kann man zwischenzeitlich auch mal was abholen, wenn man da spezielle Dinge erledigt hat. Den Abenteurerfolianten findet ihr hier auch. Den hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Da kann man hier auch hin und wieder was abholen, wenn ihr was erreicht habt. Und ja, die Questübersicht, die kennt ihr ja schon. Ratgeber war, glaube ich, doch beim Ratgeber könnt ihr die Begleiter und die Reittiere anklicken. Und bei der Community war jetzt nicht viel. Da ist nur die Freundschaftsanfrage, die ich dem Epi schon vor Ewigkeiten geschickt habe. Nämlich vor über 3 Tagen. Ich wollte das nur noch mal erwähnt haben, weil er die nämlich noch nicht angenommen hat, der Dödel. Und ja, in die Gilde könnt ihr halt auch reingehen. Und irgendwas mit Raid, aber das interessiert mich ja sowieso nicht. Beziehungsweise, ups, Gruppenfinder. Ja, und so schnell können wir uns schon wieder umdrehen. Wir wollen aber jetzt erstmal mit der Geschichte weitermachen. Letztes Mal platzierten die Dämonen seltsame Kugeln auf dem Ackerland des Klosters. Schon bald, nachdem die Pest sich eine Bastion des Todes aufgebaut hatte, breitete sie sich rasant im Land aus. Die Dinger stehen sicher mit der Pest in Verbindung. Bitte finde und zerstöre die Kugeln. Ja, dann schauen wir mal. Hier oben, das ist die Sache, aber hier unten haben wir noch 2 andere. Boah, geht einem das auf die Nerven, wenn man immer das Lied der Flucht hier hört. Hier unten Grenzwache Ralf und noch eine andere Quest. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Weil wir das, glaube ich, hier unten in dem Gebiet nämlich machen müssen. Was denken sich die Mönche nur? Komm näher. Sei vorsichtig. Ich gebe mein Bestes. Dämonen haben den Kornspeicher eingenommen, in dem die Nahrung des Klosters aufbewahrt wird. Wenn das so weitergeht, verhungern hier alle, bevor sie die Pest dahinraffen kann. Du siehst ziemlich stark aus. Kannst du uns helfen, die Dämonen rund um den Kornspeicher auszulöschen? Klar. Nichts leichter als das, aber da war doch noch eine andere Quest. Die war hier unten, da gehen wir jetzt auch noch mal kurz hin. Dort, wo die Patienten. Fangen wir ja nicht die Pest ein. Nein, 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 keine Panik. Ich bin Magierin, ich bin immun. Wir machen schwere Zeiten durch. Wir müssen die Windmühle an der Windstraße reparieren, aber die Ersatzteile befinden sich in der Scheune. Suche die Ersatzteile in der Scheune und bringe sie zu Bruder Miniru im Kloster. Okay. Gut, das habe ich mir nämlich gedacht. Das ist nämlich jetzt alles hier oben. Deswegen ist es eigentlich immer gut, unterwegs die Sachen anzunehmen. Ich bin da normalerweise kein Freund von. Also ich nehme normalerweise lieber eine Quest an, mache die Quest und ja, gehe dann woanders hin. Da müssen wir was besiegen. Aber nicht die Totenpilger, soweit ich weiß. Nee, wir sind auch noch zu früh. Ach. Laufe ich jetzt hier in die falsche Richtung? Nee, da kann ich durch. Hä? Ah.
Was muss ich denn besiegen? Euch muss ich besiegen. So, Schakal, zwei fehlen noch. Drum, 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 drum. Kommt ihr noch mal wieder? Obwohl, hier ist, glaube ich, auch der Bereich da von denen, oder? Ne, das ist Brug. Hör ich hier unten wieder was? Nee. Doch, da! Besiege die Pestverfolger. Moment, das sind die Totengräber. Schakal. Wer von euch ist jetzt Pestverfolger? Hallo. Das sind auch die... Ah, stopp! Bist du ein Pestverfolger? Da, du bist doch ein Pestverfolger. Bleib stehen. Warte auf mich. Sehr schön. Okay, perfekt. Ah nee, ich muss hier unten abgeben. Moment, Moment. Ich glaube, ich muss beides hier unten abgeben, aber das machen wir mal kurz. Oh, du bist so gut, wie ich dachte. Da fällt mir ein richtiger Stein vom Herzen. Sie brauchen Hilfe, aber wir können niemanden schicken. Falls du kannst, gehe bitte zum Grenzposten und sprich mit Jax. Okay. Kein Thema. Der ist... Unterstütze den Grenzposten. Das dürfte das sein. Das ist dann ganz oben. Dann machen wir erstmal die Sache mit den Windmühlen. Diese Pestverfolger waren jetzt irgendwie schwer ausfindig zu machen. Zerstöre die Pestkugeln. Och komm, ey. Geh doch einfach mal vom Pferd runter, wenn du sollst. Schon wieder nicht vom Pferd runtergegangen. Willst du mich jetzt hier... Wieso explodiert das Ding jetzt von alleine? So, dann suche nach den Ersatzteilen. Da oben sind die Pestbeulen. Heißen die Pestbeulen? Ich weiß es nicht mehr. Wieso kann ich die nicht anklicken? Hallo? Soll ich die kaputt machen? Okay. Eigentlich kann man hier stehen bleiben, oder? So, eins noch. Komm. Na? Na? Ich brauche noch einen. So, sehr schön. Dann muss ich wieder runter. Da wir sowieso gleich nach oben müssen, werde ich jetzt erstmal da runter reiten. Dann machen wir das nämlich gleich. Oh, Jungs, ehrlich. Stellt euch doch nicht alle in den Weg. Also auf der einen Seite finde ich es sehr gut, dass die Sachen wieder schnell respawnen, wenn man irgendwas braucht. Auf der anderen Seite ist es ganz schön ätzend, wenn die Sachen so schnell wieder respawnen, wenn man irgendwie gar nicht... Man kann teilweise auch gar nicht die Sachen anvisieren und G drücken. Da ist direkt schon wieder das, was man gerade getötet hat, schon wieder da. Die Windmühlen dienen nicht nur zum Mahlen des Getreides, sie müssen ununterbrochen in Betrieb sein. Wir benutzen sie, um das Weihwasser aus dem Untergrund hochzupumpen. Verwende die Ersatzteile, um die kaputten Windmühlen zu reparieren. Melde dich danach bei Bruder Agald. Oh, ich bin noch gar nicht fertig. Danke. Pater Amel ist hier und hilft uns bei der Versorgung der Patienten. Bitte, geh mit ihm. Er kümmert sich dort drüben um die Mönche. Ja. Muss mich um vieles kümmern. Warte. So eine Krankheit habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Die Leute zeigen Symptome, die denen eines Schlangenbisses ähneln. Ihre Krankheit schreitet aber viel schneller voran. Ich befürchte fast, dass wir nicht genügend Zeit haben, um mehr als eine Behandlung auszuprobieren.
Ich hörte Geschichten von einem geheimnisvollen Jadestein mit heilenden Eigenschaften, der hier irgendwo versteckt ist. Vielleicht kann man die Krankheit mit ihm lindern. Würdest du dich bitte bei Bruder Alfred über den Stein erkundigen? Er soll aus Jade sein. Ja, das haben Jadesteine so an sich. Dass die aus Jade sind. Okay, dann ein Hin- und Herspielchen. Die Kugeln? Von denen weiß ich nichts. Bruder Dylam könnte dir helfen. Er hat sich auf den Weg gemacht, um dem Grenzposten zu helfen. Du musst wohl dorthin. Er ist dorthin, um die Wachen zu helfen. Ja, das sind die Windmühlen und da oben ist dann beides. Okay. Oh, Moment. Ich sah schon am Pferd. Das ist ein Trottel. Ich wollte eigentlich nicht absetzen. Hallo. Na. Was denken sich die Menschen? Kommen näher. Ich frage mich eher, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, diese dämliche Steuerung zum Laufen zu machen. Jedes Mal klicke ich auf irgendwas unten. Dann stehe ich mitten im Kampf plötzlich in irgendeinem Menü und weiß nicht warum. Ah. Nutze. Okay. Dann müssen wir dann auch oben sprechen. Aua. Geht's noch? Wo mir das gerade angezeigt wird mit dem Mondgötter. Ich habe übrigens ein kleines Problem. Und zwar wollte ich eigentlich das hier nur zeigen mit der Quest hier. Mit dem... Achso, den kann ich mal eben aktivieren. Ich wollte das ja eigentlich nur gezeigt haben, wie man die Gilde überhaupt erstellt. Und jetzt hänge ich in der Gilde und kann die nicht mehr löschen, obwohl ich gerne in meine Originalgilde reingehen würde. Und ja, habe jetzt das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wie ich die wieder löschen kann. Also falls irgendeiner von euch das weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin nämlich etwas verzweifelt, was das betrifft. Wir haben schon so viele gute Leute verloren, weshalb ich froh bin, dass endlich Hilfe kommt. Ich mache mir Sorgen um das Kloster und die Krankenstation. So. Es war höchste Zeit für die Reparatur der Windmühlen. Vielen Dank, dass du dich darum gekümmert hast. Der sieht doch genauso aus wie der andere, oder? So, wir haben eine Schatzkarte bekommen. Die können wir theoretisch holen. Wenn das eine ist, die ich auch finde, dann machen wir das gleich auch mal. Wir haben große Verluste erlitten. Bevor wir mit der Quest weitermachen. Also, die ist ziemlich genau... Ne, das kann ich nur auf der normalen Karte machen, ne? Die ist ziemlich genau hier. So, man sollte auch vorher da draufklicken. Mann. Also, da ungefähr ist sie. So. Wobei ich nicht genau weiß, was war denn das? Öffnet einen geheimen Bereich irgendwo auf dem Kontinent. Okay. So, ist natürlich wieder ein ganzes Stück weg. Ja, aber ich mache das trotzdem nochmal eben mit euch, damit ihr mal sehen könnt, was das bringt, wenn man so Schatzkarten hat. Ist jetzt nur mal ein Beispiel. Die anderen werde ich wahrscheinlich dann nicht mehr machen. Also wirklich viel bringt es jetzt auch nicht. Also wir haben jetzt keine besonders tollen Sachen bekommen oder so. Oh, hier ist schon wieder ein Boss. Oha. Oha. Hier ist das aber auch nicht, ne? Soll aber irgendwo hier sein. Hilfe. Ja. Geh rein. So, dann hat man nämlich so einen Geheimdungeon. Achso, ja, die Karte kann man nicht benutzen hier drin. Und hier sind natürlich auch wieder Feinde.
Oh, was war das? Den Angriff habe ich vorher nämlich noch nicht benutzt. Wir müssen hier rum. So, Moment, da hinten habe ich jetzt ein Dungeon-Zeichen. Das ist, glaube ich, um rauszugehen. Genau, und da hinten oben rechts ist ein Boss. Jetzt brauchst du es auch nicht mehr zu machen. Es war ein bisschen spät. Das ist jetzt allerdings auch ein kleiner Dungeon. Ich weiß jetzt gar nicht, kann man sich... Ne, jetzt habe ich die Karte schon aktiviert. Man kann sich nicht mehr angucken. Vielleicht hat man es vorher irgendwo gesehen. So, solche... Oh, da kommt ja noch einer. Solche Sachen kann man dann hier bekommen. Zum Beispiel so einen Ring. Ich habe jetzt noch keinen, wenn ich das richtig sehe. Ich werde den auf jeden Fall anlegen. Und eine Halskette. Das werde ich auch mal anlegen, weil das ist besser als das, was ich habe. Das sind alles die alten Sachen hier, ne? Und einen Heiltrank habe ich jetzt noch bekommen. Okay, und dann kann man, wenn man fertig ist, immer zu diesen... falsch rum. Zu diesen Zeichen, diesen Dungeon-Zeichen gehen und das Ganze dann wieder verlassen. Oder natürlich, ihr könnt auch hier das Lied der Flucht benutzen. Dann kommt ihr auch wieder aus dem Dungeon raus und kommt wieder automatisch zum Eingang. Ja, weil wir haben ja alles erledigt. So, haut ab. Ich mag den Friedhof nicht. Geht weg. So, sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch mal erledigt mit der Karte. Ist natürlich immer so eine Sache... Nicht alle sind so leicht. Ich denke mal, dass es extra so leicht gemacht wurde, weil es halt wirklich der erste Dungeon gewesen ist. Es ist vorbei. Wir sind zu sehr damit beschäftigt, zu überleben, um uns wegen der Pest zu sorgen. Glaubst du, du kannst die Riesenleichenspinnen rund um den Grenzposten ausmerzen? Ernsthaft? Schon wieder Spinnen? Wieso ist denn jetzt da... Ach so, das sind verschiedene, ne? Ah, okay. So, wie müsste ich denn... Aber man darf hier nicht weggehen, weil das Problem ist, hier kommt wirklich so eine Riesenspinne, wenn man die Kleinen dann besiegt hat. Sollte jetzt theoretisch gleich kommen. Also es ist tatsächlich etwas nervig. Man muss hier die ganze Zeit... So. Und das passiert halt eben, wenn man mit anderen spielt. Das geht nicht nur schnell, sondern... So, mal im Schauen. Hier ist gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, warum der mir das jetzt da unten noch anzeigt. Es ist vorhin große Verluste erlitten. Doch, ich weiß warum. Ich sah die Spinnen fallen. Der Stein, den du erwähntest, das muss die Serpentinjade sein. Sie hat stark entgiftende Eigenschaften. Sie befindet sich in einer Höhle namens Aquilox Schwanz. Ganz in der Nähe. Allerdings, momentan wimmelt es dort nur so von Dämonen. Allein der Weg dorthin ist brandgefährlich. Ach, hin können wir reiten, das ist kein Thema. So, was ich jetzt allerdings mal eben machen muss, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt überhaupt wegkriege. Oh, so auf jeden Fall nicht. Ich
glaube, man musste das drücken und nochmal da drauf drücken. Nee, das funktioniert auch nicht. Okay. Nee, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich es wegkriege. Aber er zeigt mir auf jeden Fall hiermit die Position von meiner, von meinem gewählten Ziel an. Das ist es. Okay. Oh, wir müssen jetzt in den nächsten Dungeon rein. Ja. Es ist vorbei. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt in relativ kurzer Zeit hin, weil die Folge nämlich gleich zu Ende ist. Bin ich mal gespannt. So. Ich kann mich nicht dran erinnern, ob das jetzt besonders schwer war oder nicht. Ich befürchte allerdings, dass ja. Das ist so geil. Das war das mit dem Stunnen mehrerer Gegner, genau. Okay. Aber der Angriff ist richtig geil. Okay. Puh. Mal sehen. Ja, wenn sie alle auf einmal kommen, ist das schon ein bisschen schwieriger. Kommt ihr jetzt alle einzeln hier? Ich meine, mache ich gerne mit, also... Oh, scheiße. War das das, was ich gerade gesehen habe? So, die muss man nämlich erstmal töten, bevor man da vorbei kann. Kommen wir übrigens wieder, haben wir festgestellt. Genau, die muss man kaputt machen. Oh. Ich hab mich gerade erschrocken. Ich dachte, da kommen jetzt hier 20.000 von diesen Skorpionen raus. Übrigens hier diese 1, die wird ja immer noch im Bild angezeigt. Die geht erstmal nicht weg. Also es hat nichts damit zu tun, dass man das nicht gemacht hat oder nicht geschafft hat. Die geht einfach nicht weg. So, hier haben wir noch welche. Ah, dann geht auch der nächste Bereich erst weg. Okay. Das ist so ein hammergeiler Angriff. Der ist wirklich klasse. Und dieses blöde Viech hat mir jetzt gerade richtig... Schaden gemacht, das war aber nicht nett. So. Das hatte ich mir nämlich schon gedacht. Da
dass jetzt gleich wieder was kommt, was nicht mehr ganz so leicht sein wird. Also was ein bisschen widerstandsfähiger ist. Deswegen mache ich dann immer die leichten Angriffe zwischendurch. So. Da kommen wir durch. So, und ich glaube, jetzt kommt der Große. Das war der Große. Oder auch nicht. Es geht nämlich noch weiter. Wir sollten vielleicht ein bisschen Abstand halten. Genau, wir sollten Abstand halten und dann renne ich da rein. Jetzt kommt, glaube ich, der richtig Große. Okay. Wow, hallo. Lass mich nicht dann. Ja, springen ist auch nicht bei dem. Das ist irgendwie... Ach komm. Man kann auch nicht vernünftig zielen, Mann. Normalerweise schießt man geradeaus und erwischt den Gegner. Der war jetzt echt nervig. Aber ich komme schon mal ein bisschen besser zurecht mit dem Ausweichen. Hier oben kann man, glaube ich, nicht rauf, wenn ich das richtig sehe, oder? Doch, man kann hier rauf. Entnehmen. Oh, das habe ich letztes Mal nicht gesehen. Oder? Vielleicht doch. Ja, ich schätze, ich habe es beim letzten Mal dann doch genommen. Wir gucken nochmal kurz bei den Fähigkeitspunkten. Also der eine Angriff ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig stark. Da brauchen wir jeweils zwei. Habe ich die beide drin? Ja, aktuell ja. Also machen wir die beiden. So, okay. Und spielen einmal das Lied der Flucht. So, wir müssen nach da unten.
Da reisen wir doch mal eben kurz hin. Um das eben abzugeben. Mit dieser Serpentinjade sollten wir die Kranken behandeln können. Ich spüre eine geheimnisvolle Energie in dem Jadestein. Ich werde mit der Behandlung beginnen. Ich kümmere mich hier um alles. Würdest du nach Judia reisen und nach Helios de Laftulis, Deliokanes. Sagt, wie geht es euch? Ich verdanke euch wohl mein Leben. Mein Freund und ich sind auf dem Weg nach Judia, auf der Suche nach der Arche. Pater Varuth sagte, wir sollen nach den Morai-Ruinen suchen. Habt ihr vielleicht schon mal etwas davon gehört? Morai? Ja, ich denke schon. Laut den Legenden war es die Hauptstadt von Enkavia, bis sie unterging. Ich denke, die Nomaden der Salzwüste sollten mehr wissen. Ihre Vorfahren stammen aus Enkavia. Eins noch, vor dem Aufbrechen könnte es nützlich sein, Bruder Allred um seinen Folianten des Pilgers zu bitten. Okay. Würdest du nach Judia reisen und nach einem Weg zu den Morai-Ruinen suchen? Klar. Ich folge dir, sobald die Pest ausgemerzt ist. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, dann würde ich mal sagen, damit das hier nicht mehr zu lange dauert, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache. Ich weiß, wir können da vorne noch mit jemandem reden, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.